Die Spielzeughersteller können echt froh sein, dass es Dinosaurier gab. Dino Surprise Big mit 3D-Figur und 3D-Schädel und Süßigkeiten, so wie es aussieht. Ja, billige Überraschungseier, immer wieder toll. Die sind von der deutschen Firma, wie heißen die? Jo, kann ich nie lesen, irgendwas mit Rot. Rotstern, genau, Rotstern. Und ja, sie enthalten ganze 10 Gramm Süßigkeiten. Als Süßwarenkomprimat bezeichnet. Ich möchte gar nicht wissen, was das genau ist. Klingt so, als ob es irgendwelche ekligen Weingummis sind. Mal gucken. Wollen wir mal reingucken. Die kostet es übrigens 1 Euro für 3 Stück. Man kann sich also etwa vorstellen, wie viel da an wertvollen Inhalten ist. Aha. Cool. Das ist das Süßwarenkomprimat. Ich möchte nicht. Das ist kein Weingummi. Das ist. Was ist denn das? Brausepulver? Probier mal. Schmeckt auch nicht. Wie Gips. Und hart. Oh, Traubenzucker. Alles klar. Darauf hätte ich jetzt nicht schließen können vom Aufdruck. Oh, schmeckt wieder. Völlig künstlich. Nee, danke. So, ein Sticker. Der ist wirklich sehr klein, dieser Sticker. Toll. Was haben wir hier? Dino Surprise Egg, das sagte ich schon. Collect them all! In each egg one figure. Ah, steht auch nochmal auf Deutsch drauf, sorry. So, was haben wir denn da? Eine Figure sehe ich hier eigentlich gar nicht. Also ich sehe keine Figure. Vielleicht sind sie deswegen auf dem Grabbeltisch gelandet. Aber wir haben einen Dino Skull. Keine Ahnung, was das für ein Vogel ist hier. Sieht aus wie ein Triceratops. Genau, Triceratops ist das. Nur ich sehe ehrlich gesagt keine Figur. Offensichtlich sollte es eigentlich eine Triceratops-Figur sein, aber ja, das ist so ein Pech. Achtung, lesen und aufbewahren. Die Beaufsichtigung durch die Eltern wird empfohlen. Gott sei Dank bin ich alt genug für diesen Quatsch. Ja, irgendwie fehlt mir hier trotzdem die Figur. Aber wie gesagt, 3 Eier für 1 Euro. Ich habe ja noch eins. Aber diesmal probiere ich die Süßigkeiten nicht. Ah! Moment mal. Okay, das ist jetzt aber albern hier, oder? Hier ist der Triceratops drin. Ist ja klasse. Er ist es. Triceratops. Triceratops Schädel. Aber warum sind nicht beide drin? Steht doch drauf. Das ist ja mannmäßig. Nee, danke. Ja, und hier ist sogar ein Triceratops-Sticker drin. Offensichtlich ist wirklich nur jeweils eins drin. Ja, prima Sache. Mal sehen, was wir im dritten haben. Denn aller guten Dinge sind ja 3. Oh, was anderes. Ein Stegosaurus. Ja, ich wusste sowas auch schon mal. Aber wenn man 20 Jahre aus der Schule raus ist, weiß man sowas nicht mehr. Aha, so ist besser. Man sieht ja gar nichts. So dafür. Aber ich glaube, es ist nicht so wichtig. Nein. Sein Name bedeutet Dachechse. Okay. Alles klar. Jetzt weiß ich mehr. Das ist ein Haufen Schrott. Und irgendwie ist es eine Mogelpackung, denn es ist nicht das drin, was draufsteht. Es sei denn, ich kann nicht lesen. Aber hier steht doch drauf. Big. 3D-Figur, 3D-Schädel. Plus Candy, plus Sticker, plus Infocard. Tja, die meinen das wahrscheinlich ganz anders. Ja. Was kann man jetzt damit anfangen? Man könnte sie verbrennen, wie gewisse andere Leute tun. Man könnte sie aber auch in die Box des Schreckens tun. Da, wo sie hingehören. Ich weiß auch nicht. Ist wahrscheinlich das Beste. Hinweg damit. Seid nie wieder gesehen.
Und diese Süßigkeiten, den sorge ich mal gleich, die sind bestimmt nicht mehr gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.